Meine Mutter hat früher Webdesign gemacht und mein Vater konnte mit der Elektronik umgehen. Da hat man dann mal selber was repariert. Und da dachte ich mir, ich bin gerne kreativ, schaffe gerne etwas. Ich bin Linus Altmann, ich studiere hier Automation Electronics Engineering. Was wir zum Beispiel im Moment Hochinteressantes machen, dass wir selber anfangen, kleine Platinen zu designen und sogar selber dann nachher noch ätzen werden. Kleine Quadcopter, drohnenartige Sachen selber zusammenbauen und auch in die Luft schicken. Auf der anderen Seite, programmiertechnisch, lernen wir die ganzen Sprachen kennen, haben kleinere Spielchen programmiert, um das Ganze zu vertiefen. Es ist innovativ, zukunftsorientiert und hochinteressant. Unsere Studiengänge sind also sehr vernetzt miteinander. Das macht sie tragfähiger und macht es auch sicherer, dass das Wissen, was dort vermittelt wird, auch in 10, 20, vielleicht 30 Jahren noch irgendwie das ist, was ein Absolvent braucht. Dann haben wir die Automatisierung und Elektronikentwicklung, die also wirklich im Zuge der heutigen Modernisierung letztlich der Industrie 4.0, der Vernetzung auch der unbelebten Gegenstände ganz wichtig geworden ist. Jeder braucht irgendwas Technisches. Fertigungsprozesse in Fabriken, das ist auch alles, was benötigt wird, was unser Studiengang einem nahe bringt. Ich nutze auch das durchaus interessante und recht umfangreiche Wahlpflichtangebot hier an der Hochschule, weshalb mein Tag etwas länger ist. Aber ich habe Spaß daran. Abends kann man dann mal feiern gehen, man trifft sich mit Freunden, die man im Laufe des Studiums kennengelernt hat. Das ist wunderbar.